Ascona, im Ursinere Stammbeiz, der Trattoria Cortile dei Beati, wird's Jessie. Man bleibt einfach wortlos. Sie hat so eine Energie. Eine ganz andere Energie kommt auf beim Essen. Was mich betrifft, ist es irgendwie so passiert, dass man mich auch noch für Gastrokritik aufgeboten hat. Ich bin ein bisschen überrumpelt. Ja. Und, es ist ja fast etwas ein bisschen Professionelles dahinter. Und wir sind ja alles Laien. Jetzt. Tag 2 auf dem Feinschmöcker Giro durchs Tessin. Es geht auf Ascona. Die Perle vom Lago Maggiore ist mondän, romantisch und bekannt für ihr Jazzfestival. Zmitz im malerischen Ortskern ist das Hotel Riposo mit der Trattoria Cortile dei Beati, dem Innenhof der Seligen. Der Urs kennt alle Beizen im Städtli. An seinem Lieblingsrestaurant schätzt er vor allem die Lage und den herzlichen Empfang. Der Weinhändler ist auch Restaurantkritiker. Er organisiert Genuss-Events und bezeichnet sich selber als Workaholic. Einem Jazz-Liebhaber passt es natürlich, dass es in seinem Stammlokal regelmässig Konzerte gibt. Einmal schauen, ob heute auch kulinarisch auf der ganzen Klaviatur durchauf und durchab gespielt wird. Hey Lorenzo, ciao. Hey. Alles im grünen Bereich. Tranquillo, alles gut. Bei dir? Okay, gut, selbstverständlich. Sind wir dabei? Zum Konzert, ja, klar. Nein, ja. Schon den Grosseltern von Lorenzo und seiner Schwester Olivia hat das Hotel gehört. Mit dem Geschwisterpaar ist jetzt die dritte Generation dran. Ciao, Olivia. Hey, endlich sieht man sich. Geht's gut? Ja, klar, geht's gut. Und bei dir? Super. Also noch nicht. Ja, würde ich sagen. Also, dann stelle ich dir jetzt mal meine beiden Gastgeber vor. Ich habe hier die Olivia, die ich seit Kind kenne, die heute eine schöne junge Frau geworden ist. Oh, merci, und eine tüchtige Hotelier. Ich habe links den Lorenzo, den ich auch schon als Kind gekannt habe. Und auch erst ein tüchtiger Hotelier geworden. Und das ist das, was mir Ihnen beiden gefällt. Das ist eine weitere Generation, die gekommen ist. Sie steigen in eine Tradition ein. Und sie machen das super. Das ist meine Lieblingsbeiz, weil mir die Atmosphäre sehr, sehr gut gefällt. Das ist eine Art, wo man nicht einfach reingeht, sondern schlicht versteckt. Das gibt ihm eine gewisse Intimität. Also gefällt es mir schon von der Location her sensationell gut. Das ist unser Cortile dei Beati. Ich und meine Schwester haben jetzt operativ das übernommen, seit etwa 3 Jahren. Und wir haben ein bisschen einen neuen Touch hineingebracht. Der Innenhof war natürlich immer so. Ich meine, unsere Glycinie die ist über 100-jährig. Und so hat sich das auch ein bisschen als kleine Geheimecke hier im Dorf entwickelt. Unsere Jazzkonzerte natürlich nicht mehr so geheim. Die Leute sind gerne da. Der Urs kommt uns immer wieder mal besuchen. Es ist immer schön, ihn hier zu haben. Für den heutigen Abend da freue ich mich sehr drauf, weil es kommen ja meine Kollegen und das die anderen Stammgäste. Und ich freue mich darauf, die in diesem ganz speziellen Rahmen zu empfangen. Und das Jazzkonzert, hauseigene Band, das ist sicher eines der Argumente, die ich denke, wo denen sehr wird gefallen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. Komm doch mal mit. Voilà. Komm mit. Ja, gern. Und wenn das Wetter ausnahmsweise mal schlecht ist in der Sonnenstube der Schweiz, geht es rein. Da finde ich einen von den ganz, ganz lässigen Räumen, die wir hier haben. Das war ja eure Tante Dora, wo die Freske gemalt hat. Ich sehe sie noch auf dem Gerüst oben. Mm. Sollen wir noch kurz unseren neuen Weinkeller anschauen? Cantinaccio? Ja, komm, gehen wir. Das ist interessant. Ja, wieder. Als Weinhändler zieht der Urs natürlich immer zu einem guten Tropfen. Aber auch ein Weinkeller muss zuerst einmal gebaut werden. So, Lorenzo, da wären wir jetzt in deinem neuen Weinkeller. Sieht schon noch toll aus. Ja, wir haben diesen Winter schon eins durchgegeben. Wir haben natürlich alles rausgerissen. Die alte Pracht haben wir natürlich gelassen. Ich meine, so etwas ist heutzutage unbezahlbar. Und der Raum hat verschiedene Funktionen gehabt. Und jetzt die letzte ist wirklich als Weinkeller, wirklich zum Geniessen. Das
ist auch wirklich der Ort, wo ich und Olivia, sagen wir, die Anfang mit der Musik hatten. Oder? Wir haben hier wirklich zu der Musik gefunden, das Klavier. Die Olivia hat sich dort hingesessen. Es war auch immer ein Schlagzeug im Ecke. Dort habe ich angefangen. Mein erstes Saxophon ist auch noch da. Das bringt keinen Ton mehr raus, aber es sieht schon mal gut aus. Dann zeigt doch einmal die Früchte von eurer musikalischen Früherziehung. Und da habe ich angefangen, Klavier zu spielen, so mit 8. Und du? Ja, ich mag mich noch erinnern, es war schlimm. Jetzt ist es schon besser. Das Saxophon. Ja, ich liebe es immer noch. Ich will immer noch komponieren, vielleicht den nächsten Blues von der Hotel Riposo. Du musst noch ein bisschen Gas geben. Meinst du, Urs? Komm, nicht ganz wirklich, ehrlich. Nicht wirklich. Okay, also ich liebe es. Nur Musik ist auch nicht alles. Oder? Jetzt gehen wir ein bisschen kochen und schauen, dass da ein bisschen Feuer in die Pfanne reinkommt. Ist gut? Oh yeah! Yeah! Oh yeah! Für dass es auch ein zünftiges Feuer gibt, hat im Familienbetrieb jeder seine Aufgabe. Hey Chef! Oh, ciao! 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 Ciao Mama! Ciao! Ich stelle dir mal unser Küchenteam vor. Das ist der Fels in der Brandung vom Haus. La Mama. La Mama ist natürlich Mittelpunkt überall. Und Nino, seit 15 Jahren mit uns dabei. Schon seit dem Anfang, hilft uns immer, hat richtig Feuer. Er ist Sizilianer von Ursprung und kocht wirklich mit Temperament. Ich bin sehr gerne da, weil sie eine geradlinige Küche haben. Eine unverfälschte Küche. Sie arbeiten mit Produkten möglichst aus der Region. Und sind natürlich mediterran inspiriert. Und das ist eigentlich die Küchentypologie, die ich persönlich sehr, sehr mag. Bodenständige Küche. Und wie die Mama halt kocht, oder? Cucina della Mama. Und eben nicht vergessen, natürlich Hauptbestandteil auch von der Küche sind immer unsere frischen Kräuter. Frische Kräuterblumen. Meine Mama schwört ja drauf, gell? Klar. Was gibt es besser als frische Blumen? Sie sagt frische immer, Kräuter. Kann man alles geht essen. Aus dem Garten. Und wie wollt ihr gönnen? Wir gewinnen Mini Bites, Dini Bites, weil wenn wir noch viel besser kochen, als das mit musizieren. Yeah. Und noch viel besser geniessen tun die zwei Herren, der Fidel und der Gabriele. Ich bin sehr neugierig gesehen, wie das aussieht hier drinnen. Warum man hört so ein bisschen schon etwas bewegt sich drinnen. Olivia und ihre Band, The Fun Cats, geben den Gästen ein Eröffnungsständchen. Die Nächsten sind Marika und der Andi. Das Gefühl, das ich hier habe, wenn ich durchlaufe, ist natürlich, mir ist wie die Heime. Und dort, wo wir hergehen, das kenne ich bereits. Am Klavier ist übrigens der Vater von der Olivia und dem Lorenzo, der Rudi. Ich fange mit Musik an, ich echt super gefunden. Also für mich ist es sehr stimulierend und überraschend. Ich heiße euch alle sehr herzlich willkommen in meiner Stammbeiz, in Cortile dei Beati. Wie ihr seht, habe ich mich heute sehr elegant gemacht, weil ich wollte natürlich für meine Beiz möglichst gute Figur machen. Ich hoffe, dass das mindestens eine Note mehr bringt. Ich stelle jetzt den Lorenzo vor. Das ist der Herr vom Haus. Die Dame vom Haus ist gerade gesangsmäßig beschäftigt dort. Was eben auch eine der Spezialitäten des Hauses ist. Ich hoffe, dass das noch mal so lustig wird wie gestern. Ja, das hoffe und ich. Und damit meinte ich
Um die Grundlage zu schaffen, die Voraussetzung, müssen wir jetzt eigentlich anstoßen auf die Arbeit. Sehr gerne. Noch so gerne. Ja, es sieht auch sieht wunderschön aus. Grazie. Bitte schön. Zusammen Colours. Sole Spritz, das ist unsere Sonne. Das ist unsere Sonne vom Tessin. Und wenn es dann mal regnet, sage ich immer den Gästen, trinken Sie ein Glas flüssigen Sonnenschein. Das haben wir hier drin. Wunderschön. Das ist auf Basis von Kinin. Salute, zum Wohl. Salute, zum Musik. Chinin wird aus der Rinde vom China-Rindenbaum gewonnen und gibt dem Aperitif den leicht bitteren Geschmack. Dazu kommt noch Prosecco, Wasser und frische Beere. Und als Häppli gibt es ein Solo vom Chef persönlich. Ich muss sagen, mit den Beeren zusammen war es eine ganz gute Komposition. Speziell an dem heutigen heißen Tag hat einem das sehr erfrischt. Habe ich eine gute Idee gefunden. Hut ab. Erfrischend. Schön. Gut gelungen, ja. Ja, sehr super gelungen. Es ist so etwas Spezielles. Belli, Belli, ti presento Olivia. Ben arrivati. Ciao. Man bleibt einfach wortlos. Genau. Sie hat so eine Energie, sie hat echt so... sie hat die Power gehabt, ne? Die Energie, kann man sagen. Ragazzi, jetzt geht's auf die Dachterrasse, wir servieren euch etwas Feines zu essen. Ist gut? Oh yes! Okay. Yes, let's go! Gehen wir! Super! Von der Terrasse aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Chile San Pietro e Paolo und den Lago Maggiore. Ah, oh, ist das fantastisch! Sie? Was die uns auf den Tisch gelegt haben. Ja. So, jetzt darfst du vielleicht aussuchen. Ich würde sagen, wenn es dir recht ist, würde ich dich hier platzieren. Okay. Wo du auf den Kirchturm von Ascona siehst. Sehr schön. Ist gut? Sehr schön. Wirklich ein wunderbarer Punkt, Aussichtspunkt, wo man kann sitzen, geniessen und schauen. Zum vollkommenen Glück fehlt jetzt nur noch ein gutes Menü. Buonasera, Signore. Guten Abend. Ja, herzlich willkommen. Ja. Dinner unter Sternen mit der schönsten Sicht über Ascona. Und natürlich hier auch. Sehr schöne Sicht, muss ich schon zugeben. Also, wir haben zusammen mit dem Urs heute Abend ein Menü vorbereitet. Wir machen als Vorspeise Rigatoni alla Norma. Das ist ein klassisches Rezept mit Tomatensauce, Ricotta, Aubergine. Und dazu ein bisschen Zucchini, Zucchetti und frische Pfifferlinge rundet das Ganze ab. Und ein bisschen Pfeffer aus dem Valle Maggia. Als Hauptspeise haben wir Saltimbocca mit Rohschinken aus dem Valle Maggia. Und dazu machen wir das Dreierlei von Risotti. Wie der Lorenzo das Menü vorgetragen hat, war so ein bisschen theatralisch und sehr einladend. Und das stellt die Latte natürlich relativ hoch. Das ist alles typisch tessinerisch. Das hat mich auch gefreut. Das hat, ich habe es sehr gerne gehabt. Ja. Also, jetzt nehme ich den Urs mit und jetzt gehen wir noch in die Küche. Ist gut? Hey, vamos! Der Urs ist zwar ein Geniesser, aber weniger ein Koch. Ob das gut geht in der Küche? Chef, jetzt machen wir Rigatoni alla Norma. Eh? Super, sieht super aus. So ein paar Eierschwämme lässt sich ein Restaurantkritiker doch nicht abschrecken. Hey, komm, zeig uns, Klaus. Ja, komm jetzt. Ich habe doch das nicht gelernt. Entschuldigung. So geht das. Ja, eben. Schau mal die Chanterellen, die schon daneben geflogen sind. Ah, was? Das ist alles. Komm, so. So, okay. Der Weinhändler gibt alles. Eine Frage an Profi. Auf was muss man achten, wenn man Pilze brötelt? Wenn du Pilze anbrätest in der Pfanne, muss es wirklich volle Flamme. Die Pfanne muss wirklich heiß sein. Weil sonst was passiert, der Pfifferling oder was auch immer zieht Wasser und dann wird es so lampig. Aber der Urs will jetzt endlich seiner eigentlichen Leidenschaft frönen. Urs, du musst aber die oben nicht vergessen. Ich meine... Nein, vergesst ja nicht. Es geht jetzt um den Wein, um den kümmere mich. Hey, Wein, komm, gehen wir. Okay. Und der Nino kann endlich in Ruhe die Vorspeise fertig machen. Neben den Pilz kommen noch Auberginen in die Pasta. Rigatoni alla Norma. Mit Pfifferling für 15 Franken.
Pilzli könnte man auch als Eierschwämmli, Chanterelle oder als Gold aus dem Wald. Urs hat auch geholfen, habe ich gehört. Urs auch. Die Pilze suchen, die Teller, oder was? Die Teller haben wir leider wieder müssen machen. Danke vielmals, dass wir die Teller gemacht haben. Ja. Die Rigatoni kommen ursprünglich aus Rom. Mit ihrem grossen Hohlraum hat es besonders viel Platz für die Soße. Die Pasta muss ich sagen, super gekocht. Auch die Fimfeli. Super Qualität. Ja, das denke ich gleich. Mhm. Es ist gut gemundet. Ja. Man hat die verschiedenen Komponenten rausgespürt. Diese Platte Pasta, die kam über wirklich, hat mir den Magen geöffnet. Und den echt geschmeckt. Schmack perfekt. Echt. Perfekt leere Teller sind ein perfekter Auftakt für den nächsten Gang. Und für den wird in der Küche zünftig umgerührt. Was für Risotti sind das? Hier haben wir mit Safran, mit ein bisschen getrockneten Speck, hier haben wir mit Spinat und hier haben wir Al Castelmagno. Das sind die drei Risotti, die wir jetzt hier präsentieren werden, den Jungs hier oben auf der Terrasse. Und den Damen natürlich. Für den römischen Klassiker nimmt Nino dünne Kalbsschnitzel, Dessin Rohschinken und frische Salbei. Salt in Bocca di Cinese mit drei verschiedenen Risotti und glasierten Cherry-Tomatli für 40 Franken. Buon appetito! Guten Appetit! Guten. Marika als Kräuterexpertin weiss, was gut ist. Ich habe auch meine Kapuziner zum Essen. Wisst ihr, das kann man essen. Kapuziner ist kein Kapuziner. Mm. Nein, das sind ja die essbaren Blumen. Nein, die kann man essen, die Blumen. Das ist ja Geranium, ist giftig. Genau. Nein, das ist nicht Geranium. Schau, wie das schon grün wird, Mensch. Es ist nicht giftig, es macht ein bisschen. Halluzinationen. Ja. Schon die alten Griechen, die Römer und die Azteken haben ihre Speisen mit Blumen verfeinert. Aber zurück in die Gegenwart. Es war sehr gut. Es war ausgezeichnet variiert, die Risotti. Und man hat richtig rausgeschmeckt, die Kräutli. Hingegen das Fleisch war mir fast ein bisschen zu trocken. Eine Idee. Ja. Ja. Und ich hätte es auch, wenn ich es immer mache, noch ein bisschen gröllelt. Ich war wirklich begeistert von der ganzen Abend, von den Hausspeisen, von dieser Saltimbocca, war ich etwas. Nein, enttäuscht kann man nicht sagen. Es ist nicht enttäuscht. Saltimbocca. Flach auf dem Teller, ja. Finde ich. Und Saltimbocca ist etwas anderes, finde ich. Normalerweise sind sie zusammengerollt. Und die springen, wie sagt man in Italienisch, Saltimbocca, die springen in den Mund rein. Der Fidel scheint vom Weinhändler seinen Gastgeberqualitäten so beeindruckt zu sein, dass er mehr wissen will. Urs? Ja? Wir entdecken immer neue Seiten von dir, neue interessante Seiten. Der wird immer besser. Wenn ich das sehe auf dem Tisch, wird immer besser, ja. Woher kommt dieser? Ja, vom Wein. Der Wein verlangt auch gutes Essen. Ist nicht so? Was mich betrifft, ist es ja irgendwie so passiert, dass man mich auch noch für Gastrokritik aufgeboten hat. Ich habe für Bücher geschrieben, für Zeitschriften geschrieben. Es ist nicht etwas, was ich unbedingt gerne mache. Es ist immer sehr, sehr schwierig, eine Leistung eines Kochs zu beurteilen. Auf der anderen Seite hat sich das angeboten und es gehört dazu zu meinem Bereich. Alles, was mit Geschmack, mit Geruch zu tun hat, gehört zu meiner Welt. Man macht das dann auch mit einer gewissen Passion. Andy, Gabriele. Ich denke, die Latte ist relativ hochgesetzt. Dann müssen wir ein bisschen Gas geben für die nächsten drei Tage. Ich bin ein bisschen überrumpelt. Ja. Und, es ist ja fast etwas ein bisschen Professionelles dahinter. Und wir sind ja alles Laien. Ja. Und wir beurteilen das anders beurteilen als ein Kritiker, der das beherrscht. Mhm. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Dass der Urs so Gastro-Kritiker ist, hat mich wenig überrascht. Ja. Man hat das auch ein bisschen schmecken können, wie er von den Weinen geredet hat, schon gestern, von dem Essen. Ja, man hat bemerkt, er ist in die Sache drin, er versteht etwas von dem. Genau. Jetzt kommt aus, was die Gäste unter einem guten Ambiente verstehen.
kommen der romantische Innenhof mit dem musikalischen Supplement und Dachterrasse gut an. Wunderschön, herzlich. Schon der Willkommensempfang, das Frische, die Musik, das Familiäre, das spielt bei mir auch eine große Rolle. Ja, und das Atrium mit all den vielen Gästen, die auf das Jazz gewartet haben. Ja. Und vor allem die Dachterrasse mit dem Blick über Ascona auf den See. Wirklich ist einmalig. Toll. Willkommen da oben, schöne Luft. Der Eindruck, dass man auf den See magisch. Wie ist die Magie beim Service? Zum Service muss ich sagen, ja, man hätte mehr Service haben können, aber mir hat nicht gestört. Sie sind aufmerksam gewesen und auch immer bedacht, hat man alles, ob es jetzt Wasser ist, nachschenken, oder? Sehr freundlich auch. Und wie sieht es mit dem Essen aus? Sind die Gäste zufrieden mit dem Menü? Ich war sehr zufrieden, also vom Empfang, vom Apero bis zum Vorspeise überragend. Die Hauptspeise war sehr gut. Kalt? Ja, aber trotzdem sehr gut. Ich war gut gegessen. Gut, also, ich denke, ich komme noch mal da. Ach schon, das kann man schon empfehlen, wie man sagt. Ja. Mir hat es auch gut geschmeckt. Es war sehr gut gewesen. Gell. Ja. Über alles. Auch mit den Krütli kombiniert und alles, ja. Wie findet ihr den Gesamtpreis von 65 Franken? 65 Franken, ja. Stimmt. Auf die Terrasse da oben. Bio, ja, alles, Service. Ja, stimmt. Was alles geboten worden ist. Ja, natürlich noch. Mit allem zusammen berücksichtigt, muss ich sagen, und dass die wunderbare Lage, ja, das stimmt. Ja. Das muss ich sagen, ist ein günstiger Preis. Gastgeber sind fertig mit Arbeiten. Jetzt kommen die Gäste dran. Wie viele Punkte bekommt auch der Mur seine Lieblingsbeiz? Haben Sie Appetit bekommen? Gönnen Sie 1'000 Franken im Bar und gönnen Sie sich und Ihrer Begleitung ein feines Essen in einem Restaurant oder erfüllen Sie sich sonst einen Wunsch. Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 80 Rappen oder gratis per WOP. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Der Andi gibt 8 Punkte. Der Fidel 9. Die Marika ebenfalls. Ein kreatives Neuni auch von Gabriele. Das macht stolze 35 Punkte für den Urs und sein Team. Sind die Gastgeber zufrieden mit ihrem Abend? Hey, also, die Arbeit haben wir hinter uns gebracht. Ich bin stolz auf euch. Und ich denke, wir werden gut gewährt. Hey Urs, wir werden dich vermissen wie immer. Ciao. Du bist unser Beste. Ja, auf 45 Meter kannst du mich nicht vermissen. Du. Ciao, Lorenzo. Wir sind nicht weit, hä? Wir sind nicht weit. Ciao. 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 Buonanotte. Morgen geht zu Flugano in Seven, der Stammbeiz von Gabriele. Für mich kann es noch etwas pikanter sein. Brauchst du etwas? Ja, ich brauche etwas. Das Schafte ist die Trockene. Ja, und was die Dame hat schon gehabt, habe ich gesehen. Ja, zweimal. Er hat gemeint, ich habe zu viel reingekippt. Ich merke gar nichts. Du, wenn du jetzt Feuer speist, bist du selber schuld.